Aus 1 macht 2. In diesem Video siehst du, wie ein Einfamilienhaus in ein tolles Zweifamilienhaus hier mitten in Philadelphia umgebaut wurde. Alle Details in diesem Video. Let's get into it! The Lucas Show, mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal hier siehst du alles rund um das Thema Immobilien und Investieren hier in den USA. Gemeinsam mit meinem Team kaufe, renoviere und vermiete ich Immobilien hier an der Ostküste, genau im Großraum Philadelphia. In diesem Video siehst du das Endergebnis der Umbearbeiten von einem heruntergekommenen Einfamilienhaus hin zu einem schönen Zweifamilienhaus. Mit dem Haus an sich, beziehungsweise den Handwerkern, die darin gearbeitet haben, gab es jede Menge Erlebnisse. Also einer der Handwerker stieg des Nachts ein, er brach ein und klaute die Klimaanlagen, die er vorher selber installiert hatte. Alle Details dazu habe ich dir zu einer eigenen Playlist zusammengestellt. Den Link findest du jetzt hier oben eingeblendet, aber natürlich auch in der Beschreibung unter dem Video. Einfach mal anschauen und die Show genießen. Das Haus ist inzwischen komplett renoviert und, ja, klar, auch wieder vermietet. Also zwei neue Wohnungen sind entstanden und gleich vermietet worden. Lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir einfach mal rein und schauen uns das Objekt an. So, Park Avenue ist fertig. 2248, gehen wir einfach mal rein. Sicherheit geht immer noch vor, also die Tür ist immer noch da. Was jetzt hier geändert wurde, ist, hier siehst du zwei Eingangstüren. Die Eingangstür führt ins obere Apartment. Die Eingangstür hier unten ist das neue Apartment. Hier im neuen Apartment hast du eins, zwei Schlafzimmer, also eins, zwei. Also dieses Schlafzimmer hier gab es vorher nicht. Das war ein riesengroßes Wohnzimmer hier unten. Und so sah das Ganze vorher aus. Hier der Kamin, da noch der schöne alte Fußboden. Der Kamin ist jetzt verschwunden, den braucht es nicht mehr. Aber leider auch der Fußboden, der war in der Form nicht mehr zu retten. Und so sah das vorher aus. Und wenn man jetzt hier noch die Wand einblendet, so kamen die Zimmer dazu, die Tür wurde verkleinert. Aber hier noch der Kamin. Und der schöne alte Holzfußboden, aber der musste weichen. Der ging nicht mehr, der war nicht mehr zu retten. Und so sieht es doch auch eigentlich einheitlich und viel besser aus. Also der Fußboden ist im ganzen Haus so verlegt. Das macht die Reparaturen einfacher. Dann haben wir hier das zweite Schlafzimmer von dem unteren Apartment. Dann haben wir hier das Badezimmer von dem unteren Apartment. Da gibt es auch noch schöne Bilder davon. Da war die weltbeste Tapete überhaupt dran. Aber jetzt auch hier Subway-Tiles, neue Fliesen. Das Vanity war sogar schon, nur der Wasserhahn ist neu. Spiegelschrank. Apropos Spiegelschrank, hier war noch eine riesengroße Spiegelwand, so Ballettsaal ähnlich oder was auch immer. Und dann geht's hier in die Küche. Die Küche ist faktisch so geblieben, wie sie war. Das heißt, so war sie schon drin von den Studenten, wurde nur einfach mal sauber gemacht. Aber sonst ist ganz gut. Das ist der Waschraum, da kommt Waschmaschine, Trockner für das untere Apartment hin. Und dann gehen wir mal hier raus. Das ist der kleine Hinterhof, aber wie du hinter mir siehst, wenn du das siehst, wenn es nicht zu hell ist, da sind schon Neubauten und die ganzen Neubauten zeugen davon, dass es hier vorwärts geht. Das heißt, die Leute investieren. Und da ist eins dieser neuen Boxhäuser. Das nächste und das nächste. Das heißt, hier wird schon investiert von den Nachbarn. Schön. Da vorne hinten, da liegt irgendwo die Temple-Universität. Hier ist die Klimaanlageneinheit, die Klimaklaus gestohlen hatte, die wieder da ist. Und da hinten, da ist die andere. Gehen wir mal hoch. Apartment 1 und Apartment 2. Das war die French Door, also doppelseitige Tür. Hier war die Decke, die nicht so super abgehängt war, komplett abgehängt. Und et voilà, da ist eine Küche angekommen. Ja, hier oben schön hell. Der Ausblick ist eher so typisch Philly. Und bei der Küche sieht man hier noch die Stainless Appliances, also niedrigschwellig neu. Mikrowelle, Elektroherd. Der Countertop ist jetzt nicht der Granit oder Marble oder Marmor, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. So, dann haben wir hier
das renovierte Badezimmer und da gibt es noch Bilder, wie man von da unten bis da ganz oben durchgucken konnte. Also hat sich schon was getan. Subway Tiles. Das Klo ist ein bisschen eng, passt aber schön. Und dann haben wir hier oben das erste Schlafzimmer, also Bedroom Number One. Hier in diesem Eck befindet sich die Heizung und Klimaanlage für das Apartment. Direkt mit Klozugang, Bedroom Number Two. Und das sieht auch gut aus hier, gucken. Dieser Einbauschrank, die Dinger sind wirklich schön. Das gibt doch einen Eindruck, oder? Und ja, dann gehen wir mal hier die Treppe hoch. Auch alles schön LVP. Schlafzimmer Nummer 3, Badezimmer, Schlafzimmer Nummer 4 und Schlafzimmer Nummer 5. Also riesengroße Wohnung hier im zweiten Obergeschoss. Das Schlafzimmer hier ist eher ein Office, auch ein kleines Zimmer, zählt als Schlafzimmer. Das Badezimmer hier, das war ein Schlauchbadezimmer. Da hinten ist die Badewanne bzw. Dusche, auch mit Subway Tiles. Und hier vorne ist ein kleines Vanity, also Waschbecken. Anschluss für Waschmaschine und Trockner hier in dem Apartment. Dann haben wir hier noch ein kleines Schlafzimmer. Zugang zur Decke bzw. zum Dach, das ist nur ein Zwischendach. Kleiderschrank auf dem Gang. Und hier nochmal ein Schlafzimmer. Also da ist auch nochmal so ein alter Schrank eingebaut, also die Dinger sind wirklich schön. Ja, sieht doch gut aus, oder? Und heute auch wieder Kaiserwetter hier, schön. Wenn dir das jetzt zu schnell ging, dieses Haus gibt es auch als 360 Grad Haustour. Den Link zu dieser Haustour von Matterport, den setze ich dir in die Beschreibung unter das Video. Einfach mal anschauen und die 3D-Tour selber machen. Wenn du aus meinem Video hier schon was mitnehmen konntest, lass mir auf jeden Fall ein Like da, ein Abo, falls du es noch nicht getan hast und aktiviere die Glocke, dann wirst du umgehend informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Danke vorab. Kommen wir zu den Zahlen und Fakten. Was du jetzt hier siehst, ist der Screenshot von Zillow. Zillow ist auch so ein Immobilienportal, ähnlich ImmoScout. Mit Zillow arbeiten wir hier in den USA exzessiv. Was erkennst du hier auf dem Bild schon? Du siehst, dass Zillow zeigt, dass dieses Haus im Dezember 2020 für 205.000 verkauft wurde, also gekauft wurde. Zillow gibt noch so einen Wert an, der sogenannte Zestimate. Das ist denen ihre Schätzung, Pi mal Daumen bei Fensterkreuz. Kosmischer Blitz, was da noch mit alles reingeht, wissen wir nicht. Aber 338.000 wäre die Schätzung von Zillow. Was Zillow nicht weiß, dieses Haus hat nicht 5 Schlafzimmer. Nach dem Umbau hat es 7 Schlafzimmer. Die Anzahl der Bäder ist gleich geblieben, das sind 3. Und die Anzahl der Square Foot ist natürlich auch gleich geblieben. Also, du weißt den Kaufpreis von $205.000. Die Steuern für dieses Objekt betragen $1,152 pro Jahr. Und die Versicherung natürlich, die kommt auch dazu, die beträgt in diesem Fall $1,350. Die ganze Renovierung war geplant vom März 2022 bis zum August 2022. Jetzt hatten wir natürlich den Fall mit Klimaklaus. Wie gesagt, die ganze Geschichte findest du als Playlist hier oben nochmal zusammengestellt. Klimaklaus und seine Aktion verzögerten das Projekt. Deswegen war März bis August nicht mehr haltbar. Jetzt sind wir bei März bis Dezember gewesen. Aber jetzt haben wir Dezember rum, jetzt haben wir Januar 2023, wenn ich dieses Video hier aufnehme. Und Januar 2023 ist dieses Haus schon vermietet. Also von daher, danke Klimaklaus für gar nichts. Das war die Ausgabenseite. Kommen wir zur Einnahmenseite. Beide Apartments sind inzwischen vermietet. Das Apartment unten ist ein 2-Bedroom-, 1-Badezimmer-Apartment und das geht für $1.000 gerade weg. Das obere Apartment hingegen ist ein 5-Bedroom- und 2-Badezimmer-Apartment. Das geht für $1,650 weg. Du siehst, in diesem Haus stecken $341.000. Das Haus macht monatliche Einnahmen von $2,650. Wenn wir von diesen Einnahmen jetzt noch Rückstellungen ab
abziehen für Reparaturen, sagen wir 10%. Sagen wir 10% für die Hausverwaltung abziehen. Dann kommen wir immer noch bei einem Cashflow von 7% raus. 7%. Das heißt, in Zahlen, jeden Monat bleiben 1912 Dollar. Einnahmen. Netto unterm Strich. Vorsteuern natürlich. Hey, das ist gar nicht so schlecht. Dieser Deal ist Cash bezahlt. Der nächste Schritt wäre, das Ganze mit einer Bankfinanzierung zu unterlegen. Das heißt, man hat jetzt dieses Haus gekauft, erfolgreich renoviert und vermietet. Und jetzt geht man hin zur Bank und sagt, man möchte jetzt für diese Cash-Investition das ganze Haus refinanzieren. Dann gibt einem die Bank einen Kredit und mit diesem Kredit wird der Deal einfach noch besser. Das heißt, das gesamte Kapital, so das Ziel zumindest, das wird wieder aus diesem Deal rausgezogen und kann in einen neuen Deal gesteckt werden. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und du konntest was mitnehmen. Wenn dem so ist, den Like-Button klicken, das Abo, falls du es noch nicht gemacht hast, und die Glocke aktivieren, dann wirst du von YouTube umgehend informiert, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.